So, ja, dies ist ein kleines Informationsvideo mit einer schönen neuen Gameplay-Aufnahme. Und zwar, da kommen wir auch gleich zur ersten Neuigkeit. Ich habe jetzt eine Switch. Und ja, auch die ersten Spiele. Und Mario Kart 8 Deluxe ist halt eines davon, wie ihr im Gameplay erkennen könnt. Und das heißt auch, dass euch in Zukunft einige neue Spiele auch in den Livestreams erwarten werden. Zum Beispiel ein sehr interessantes Spiel, was jetzt nach Detective Pikachu kommen wird, und zwar von der Switch. Welches das ist, das werde ich jetzt noch nicht verraten, aber lasst euch überraschen. Es ist definitiv ein sehr, sehr interessantes Spiel und zudem ein Spiel, dessen ich auch die Zeit widmen möchte, dies ausgiebig zu spielen. Ja, und zudem, jetzt wo ich auch die Switch habe, wird doch irgendwann, denke ich mal, Mario Odyssey kommen. Und ich werde, insofern ich es schaffe, zu 100% spielen. Und zwar blind. Zumindest werde ich es versuchen. Wie bei jetzt Galaxy 1 der Fall ist. Und Galaxy 2, was sich momentan in der Bearbeitung befindet. Momentan läuft der Ratchet & Clank 2. Vorher jedoch, bevor ich davon noch den zweiten Run mache, muss ich noch Galaxy 1 auf 100% fertig streamen. Aber alles zu seiner Zeit. Nach Borderlands wird erstmal was Neues kommen. Also nicht direkt Pre-Sequel, sondern so ein Zwischending. Muss ich aber noch schauen, was ich denn dazwischen werfe. Höchstwahrscheinlich wird es die Crash Bandicoot Insane Trilogy sein. So wie es jetzt momentan dort aktuell im Stand aussieht. Und da herrscht nämlich das Motto, ja, ich schaffe so viel ich kann. Und was nicht geht, geht halt nicht. Und dann halt irgendwann eines Tages auch Borderlands Crucible, natürlich wieder mit der bekannten Mannschaft, und je nachdem, ob es bei Steve wieder funktioniert, auch mit Steve. So, ja, wie geht's denn projektmäßig weiter? Ihr habt ja gemerkt, dass momentan Secret of Mana 2 eine Lücke hat. Da ist jetzt ein Filler-Projekt drin, und zwar Mega Man 2.5D, glaube ich. Das ist ein kleines Filler-Projekt, und das hat den Grund, weil ich derweil an Secret of Mana 2 noch weiter arbeiten muss. Also das, was ihr sah, das waren alte Sessions. Da muss ich irgendwann mit Force nochmal neue Sessions, weitere Sessions machen. Und das ist momentan etwas schwierig, und das hat keine technischen Probleme. Weil ich muss sagen, ich bin momentan in einer Demotivationsphase, die, also ich habe zwischendurch ein bisschen Kirby und das magische Garn aufgenommen für die Wii. Was ich auch auf 100% versuche und bisher ganz gut aussieht. Wo es aber bisher auch stockt, aber keine Sorge, das Game ist noch in der Bearbeitung. Werde ich sowieso lesen, wenn es fertig ist. Und da stockt etwas, weil mir momentan etwas die Motivation fehlt. Das kann am Wetter liegen, kann auch ein allgemeines Problem sein, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich weiß nur vom Gefühl her, fehlt mir momentan etwas die Motivation. Aber keine Sorge, da wird es irgendwann weitergehen, sofern ich wieder die Motivation gefunden habe. Also momentan ist es eher so, dass ich viel mich mit Pokémon beschäftige. Ihr habt es ja gesehen, ab und zu kommen auch mal Shiny-Videos. Da bin ich momentan dran und zocke halt privat auch Animal Crossing New Leaf. Interessanterweise neuerdings. Und ja, sonst halt Anime-Kram etc. und so weiter. Und
Am Ägypten-Vlog muss ich noch. Den Ägypten-Vlog muss ich noch warten vom letzten Jahr. Und. Nach. Jetzt Ratchet & Clank 2 habe ich mich entschieden, dass ich als weiteres älteres Projekt, sag ich mal, das Spiel Metroid Prime, denke ich mal, raus. Das ist ja auch schon jetzt mittlerweile längere Zeit im Archiv. Und es wird Zeit, dass ich dieses Projekt nun langsam auch mal release. Das habe ich, glaube ich, im letzten Jahr noch aufgenommen. Und ist auch bereits im Kasten und wird dann quasi fertig hochgeladen, dass ich etwas mehr Luft dann habe. Bis ich irgendwann ja, wieder die Motivation gefunden habe, weiter aufzunehmen. Das Weiteraufnehmen ist momentan nicht ganz weg. So zum Beispiel jeden Montag, kann ich euch mal privat verraten. Da ist ja so, wieso, ja, wo man rauskommt, wird Super Mario Galaxy 2 auf meinem Kanal erscheinen. Bislang bin ich doch auf der Versuchsstrecke, das 100% zu schaffen. Ob ich es tatsächlich schaffe, das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Aber spätestens, wenn es rauskommt, erkennt ihr das sowieso am Titel, weil sollte ich, obwohl, na, ich werde auf jeden Fall noch, denke ich mal, na, ihr werdet es dann im Titel sowieso schon sehen, wenn es raus ist, ob ich es geschafft habe oder nicht, weil das betitelt man dann ja so, wenn man es auch am Ende fertig schafft. Dann wird im September Link's Awakening rauskommen für die Switch. Ich habe mich entschieden, dieses Spiel freitags zu streamen. Also in meinen Mixed Streams. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf dieses Spiel. Und wo wir gerade bei der Switch sind. Ja, manche werden sich fragen, warum kam jetzt kein Wii U-Spiel dazwischen? Das kann ich euch ganz offen ehrlich sagen. Ich sehe es absolut nicht ein, mir für ein oder zwei Spiele eine Wii U zu beschaffen. Selbst für 50 Euro, weil für mich ist die Konsole, ja, so wie es halt auch offiziell bekannt ist, tot sozusagen. Also als kommerziell sie ist, das weiß jeder, der sich mit Nintendo beschäftigt hat, sie ist ein kommerzieller Flop. Und die Switch ist und bleibt, denke ich mal, momentan zumindest, noch erfolgreicher. Und es gibt so viel mehr Spiele, die mich auf der Switch mehr interessieren als auf der Wii U. Weil was bringt, wenn ich mir zum Beispiel jetzt Twilight Princess, was ich sowieso schon habe, nochmal mitsamt einer Wii U beschaffe. Dann habe ich circa 3 Spiele im Regal. Und dann eben nichts mehr. Weil mich da einfach viel zu wenig Spiele interessieren. Und 3 Spiele plus halt 50 oder 80 Euro für eine Wii U, ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein, mir finanziell zu beschaffen. Ich weiß, ich trigger damit einige Leute, aber das ist meine Meinung, es ist mir einfach, das Geld ist nicht wert. Weil vom gleichen Preis kann ich mir 2 neuere Switch-Titel leisten, die mich interessieren. Und das ist doch Hand aufs Herz mehr an investiert oder für mich persönlich besser an investierten Geld als eine Konsole, die im Schrank verstaubt, wo ich 1-2 Spiele Let's Play vielleicht und dann ja ist da nichts mehr, nicht mal
unterwegs, weil die Spiele auf der Wii U, die mich da interessieren, die werden für mich gerade mal mindestens. Obwohl, nee. Was sag ich jetzt am besten? Ich hab's eigentlich schon gesagt. Ich meine, für zwei Spiele allein eine Wii U nur für zwei Displays, das ist zu wenig. Und das lohnt sich mir ehrlich gesagt nicht. Das sehe ich auch nicht ein. Da sind auf der Switch schon wesentlich mehr Titel, die mich interessieren. Und da es jetzt schon momentan in meiner Switch Library, also in meinem Hauptmenü, stehen schon mindestens 2-3 Spiele. Nein, sogar 4 bis 5 Spiele, die mich auf der Switch schon mehr interessieren. Und da kommen sowieso noch 1-2 hinzu. Also, es ist mehr als deutlich. Ja, was kann man noch sagen? September werde ich wieder verreisen und höchstwahrscheinlich auch einen, ich sag mal, Doppelvlog machen. Also es sind 2 Reisen, die eine ist Rom und die andere ist Rodos. Und ich denke mal, dass ich von beiden sehr wahrscheinlich auch einen Vlog machen werde. Natürlich kein 0815, sondern der wird schon durchdacht sein, so wie meine anderen Vlogs. Außer jetzt vielleicht der Rheinsberg-Vlog, das war noch mein erster Vlog und der war ein bisschen, ja, grinchy von der Qualität her, und da habe ich jetzt eine bessere Methode gefunden, wie ich das besser machen kann. Und das werde ich dann noch in den anderen Vlogs so handhaben. Ja, mir persönlich geht es momentan gut. Die heiße Phase ist vorbei. Ich habe immer noch meinen Saisonjob momentan. Ja, ich habe einen Balkongarten. Jetzt mit Gurken, Paprika, Chili, Erdbeeren, Johannisbeeren war das. Ja, genau, Johannisbeeren. Und interessanterweise auch Rhabarber. Aber das wird ein paar Jahre dauern, bis der endgültig reif ist. So, und zu guter Letzt, samstags kommt immer Batman. Und wenn das fertig ist, habe ich auch schon, ja, das nächste Samstagsding parat. Natürlich wäre von Telltale etwas älteres und etwas, das ich aus meiner Kindheit von der Art Spiel her, beziehungsweise von den Protagonisten her, kenne. Ja, und das war mein Informationsvideo, wie es momentan aussieht. Im Hintergrund mit beigefügten Gameplay aus Mario Kart 8 Deluxe. Und ja, wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ja, ciao, ciao.